Ja, willkommen hier zu Folge, ich glaube, Folge 5 von Let's Programmier. Ich möchte in diesem Video vor allem über das Moving Behavior reden, welches ich mit dem sogenannten Strategy Pattern umgesetzt habe. Aber erstmal möchte ich noch zeigen, ich habe das jetzt mit dem Shifting hinbekommen. Es klappt alles, ja. Wenn wir hier was verschieben, es bleibt alles in allen Richtungen bleibt die Animation flüssig. Und hat schon so richtig Robot-Feeling irgendwie. Ja, wir können jetzt hier jetzt Säure. Wollen wir den da unten mal befreien kurz? Naja, es ist jetzt auch nicht so wichtig, ja. Okay, also das wollte ich nur kurz zeigen. Wie habe ich das gelöst? Da, wo wir sagen, diese Methode, die dann dem Room sagt, dass ein Actor anfängt, was zu shiften, ja. Das war dieser Teil hier beim letzten Mal. Und es ist echt nur diese eine Zeile, die ich hinzugefügt habe. Da sagen wir also, der Actor, der geschiftet wird, das Problem war ja, dass der vielleicht sein Update in diesem Frame schon hatte, ja. Und jetzt sagen wir einfach, ich weiß nicht, ob das ist nicht so eine super schöne Lösung, aber das hier ist jetzt einfach, wir updaten ihn nochmal, so einfach nach dem Motto, wie, du hast dich dafür entschieden, dich in diesem Frame nicht zu bewegen, denk nochmal nach, ja. Also hiermit zwingen wir den, was auch immer, Isolator oder was wir da schieben, zwingen wir den noch ein Update zu machen, dann macht er zwei Updates in einem Frame, ja. Kommt mir ein bisschen komisch vor, ja, aber ich weiß nicht, wie ich es besser löse und damit klappt es jetzt. Und das ist halt, das ist erstmal schon mal das Wichtigste, ja. Refactoren oder bessere Lösungen dafür finden kann man ja immer noch, aber man kann jetzt schön in jede Richtung schieben und die Animation funktioniert in alle Richtungen. Und genau, das wollte ich erstmal nur zeigen. Und jetzt wollte ich über das Strategy Pattern reden. Dafür mache ich mal hier nochmal unseren anderen Room. Ich habe hier noch einen Maze Room. Mache ich den nochmal an. Da kann man das gut sehen. Also wir haben hier auf dem Bildschirm verschiedene Actor, zum Beispiel den Spieler und wir haben Roboter. Ja, und jeder von denen hat ein anderes Verhalten, wie sie sich bewegen. Also das heißt, die Roboter, also welche Entscheidungen sie treffen, ja, zum Ach Mist. Welche Entscheidungen sie treffen zum Bewegen. Die Roboter, die folgen einfach dem Spieler, versuchen ich habe die Kollision ein bisschen verändert. Ja, die Roboter folgen einfach dem Spieler, während der Spieler selbst durch die Tastatur natürlich gesteuert wird. Aber auch nicht immer. Jetzt sind wir hier zum Beispiel auf der Eisfläche und jetzt für einen kurzen Moment kann ich nicht durch die Tastatur steuern, ja. Dasselbe passiert auch mit den Robotern. Wenn ein Roboter auf das Eis geht, dann kann er sich auch für eine Zeit lang nicht steuern, sondern dann hat er ein anderes Moving Behavior. Ja. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben verschiedene Actor, aber wir haben nicht ein Moving Behavior pro Actor. Ja. Also ich meine zur Zeit pro Zeit schon, ja, aber das kann sich über die Zeit ändern, ja. Ein Actor kann sich mal so bewegen, ja. Jetzt kann ich mich per Keyboard bewegen, jetzt bewege ich mich in eine feste Richtung, ja. Isolatoren haben auch ein Moving Behavior, die bewegen sich meistens gar nicht, aber dann auf einmal, oh cool, das ist ein kleiner Bug. Meistens gar nicht, aber wenn ich sie schiebe, dann bewegen sie sich einmal kurz, ja. Das sind auch zwei verschiedene Moving Behavior, die sie da haben. Und genau für sowas ist das Strategy Pattern, ja? Also wir haben verschiedene Actor, jeder davon hat ein Moving Behavior, aber wir wollen das austauschen können, ja? Wir wollen, dass ein Actor sich mal nach diesem Algorithmus bewegt und mal nach jenem Algorithmus bewegt, ja? Das heißt, man macht jetzt nicht in der Actor-Klasse einfach eine Methode, die einem sagt, wie der sich zu bewegen hat, ja? Dann würde das ja fest irgendwo drinstehen in der Actor-Klasse, ja, oder in der abgeleiteten Klasse. Also dann würde zum Beispiel in der Spieler-Klasse hier irgendwo ein fester Algorithmus stehen, der sagt, Spieler bewegt dich so wie man zum Beispiel die Tasten auf der Tastatur drückt, ja. Und beim Roboter würde dann in der Robot-Klasse, in der hier, würde dann fest implementiert sein, folge dem Spieler, ja.
Aber das wollen wir nicht, denn wir wollen das Verhalten austauschen, denn sie verhalten sich ja nicht immer so. Und dafür ist das Moving Behavior, das heißt die Actor-Klasse, das ist ja die Parent-Klasse von Player und Robot und all diesen anderen hier, die hat ein Objekt vom Typ iMovingBehavior. iMovingBehavior ist ein Interface. Das sieht so aus. Hier ist es. Hat nur eine einzige Methode. Und zwar getMoveDirection. Ja, und das bekommt einen Actor und einen Raum. Das heißt, der Actor, der übergibt sich, der übergibt sich selbst an sein Moving Behavior und der übergibt auch den Raum. Und das Moving Behavior soll dann antworten, welche Richtung jetzt gegangen werden soll. Ja? Das heißt, in der Actor-Klasse, an der Stelle, wo wir fragen, in welche Richtung wollen wir gehen. Und zwar müsste das hier passieren, genau, in der Perform-Action, also wenn er eine Aktion ausführen kann. Das ist der Fall, wenn er gerade auf einem Teil steht und idle ist oder wenn er in diesem Frame ein Teil erreicht hat. Ja? Dann wird irgendwann diese Perform-Action ausgeführt und dann gucken wir, ist das Moving Behavior nicht null? Und dann fragen wir das Moving Behavior nach der Richtung. So. Und jetzt gibt es verschiedene Moving Behavior. Zum Beispiel gucken wir uns erstmal an das Keyboard Movement Behavior. Das sieht so aus. Was habe ich denn hier noch gemacht? Warum ist die? Ach so, da hatte ich mal einen Breakpoint. Das machen wir mal wieder weg hier. So. Ja, das Keyboard Movement Behavior, das ist einfach so, wir geben standardmäßig minus 1 zurück, falls man nichts drückt, also minus 1 steht für nicht bewegen, falls man hoch drückt, dann geben wir 0 zurück, was für hoch steht, ja, 1 ist rechts, 2 runter, 3 links und so, und diese anderen noch, ja, diese diagonalen Richtungen, ja, das ist einfach, was das Keyboard Movement Behavior macht. Und ich könnte dieses Keyboard-Movement-Behavior jetzt sogar noch anderen, also das könnte ich jetzt ganz leicht, dadurch, dass es so austauschbar ist, könnte ich das anderen Actern ebenfalls geben. Ja, ich könnte einen Raum machen, in dem ich mehrere Personen gleichzeitig steuere. Ja, wenn ich nach oben drücke, bewegen sich zwei gleichzeitig nach oben, indem ich einfach einem zweiten Actor auch dieses Keyboard-Movement-Behavior gebe. Ja. Ich habe sogar noch so schon coole Ideen irgendwie. Zum Beispiel, dass man ein Inverted Keyboard Movement Behavior macht und in irgendeinem Raum sind auf einmal die Tasten alle umgekehrt. Wenn man hoch drückt, geht er nach unten und wenn man unten drückt, geht er nach oben und so weiter. Ja, könnte man dann ganz leicht austauschen immer. Genau. Was haben wir noch? Das nächste ist vielleicht das, was die Roboter standardmäßig haben. Das ist das Follow Player Move. Ja, Follow Player Movement habe ich das genannt. Was machen wir hier? Da habe ich ziemlich lange rumgerätselt. Also, was heißt gerätselt? Das ist eigentlich relativ klar, wie man das berechnet. Aber es war schon ziemlich umständlich, bis ich irgendwann gefunden habe, die Standardbibliothek hat so eine Arcus Tangens 2 Funktion. Die macht mir erstmal direkt den Winkel. Ja, wenn ich einfach nur sage, so sind die X-Differenz, die Y-Differenz, macht die mir daraus einen Winkel. Und dann habe ich noch in der Direction-Klasse, da habe ich so ein paar Methoden hier, die macht dann aus dem Winkel die wirkliche Richtung. Ja. Also wenn der Winkel so nach oben ist, so ungefähr 90 Grad nach oben, was ist das? Pi halbe? Pi halbe müsste 0 geben. Falls er ja, größer 3 Achtel Pi und kleiner 5 Achtel Pi gibt dann 0, ja. Genau, so funktioniert das Follow Player Movement. Dann vielleicht noch ein einfaches Movement ist das Fixed Movement. Das sollte ich vielleicht umbenennen mal in irgendwie One-Time oder Once Movement oder so. Denn das wird für das Shiften benutzt. Wenn ich anfange, irgendwas zu shiften, dann gebe ich dem ein Fixed Movement. Dieses Fixed Movement, das gibt nur ein einziges Mal die Richtung zurück. Also wir instanzieren das im Konstruktor hier mit einer festen Richtung. Und dieses Movement, das gibt nur ein einziges Mal diese Richtung zurück. Und wenn das dann nochmal gefragt werden würde, dann würden wir minus 1 zurückgeben. Ja. Das sorgt dafür, dass ein Block, den wir einmal anschubsen, dass der nicht immer weiter läuft. Ja.
Der kriegt dann dieses Fix-Movement und bleibt dann stehen. Ich weiß gar nicht, ob ich das wieder rausnehme oder ob er dann die ganze Zeit immer dieses Fixed-Movement noch hat. Ja, weiß ich jetzt gerade nicht. Ja. Okay, aber dann noch ein deutlich interessanteres, das war ein bisschen kompliziert umzusetzen, und zwar dieses Slide-Movement. Nochmal, was passiert auf dem Eis? Auf dem Eis gucken wir den Roboter hier an. Jetzt bewegt er sich wie, als ob er slidet, ja. Und jetzt bewegt er sich wieder wie ein ganz normaler Roboter. Er folgt wieder mir. Das heißt, der Roboter, der muss sich merken, ich hatte vorher ein Follow-Player-Movement, habe jetzt aber temporär ein Slide-Movement. Ja, das haben wir immer beim Slide-Movement. Also immer, wenn wir auf dem Eis sind, dann kriegen wir so ein Slide-Movement. Und dieses Slide-Movement, das merkt sich aber noch das Usual-Behavior. Also wenn irgendein Objekt sich auf das Eis bewegt, ja, dann kriegt es ein Slide-Movement, welches sich merkt, was das ursprüngliche Movement-Behavior war. Und wir können dann irgendwann, also das passiert dann an anderen Stellen, zum Beispiel, wenn wir das Eis verlassen, dann stellen wir es wieder zurück auf das Usual-Behavior. Das passiert hier in der Eis... wo ist das Eisteil? Ja, hier haben wir das Eis, das Eisteil. Das ist ein bisschen kompliziert noch, was hier passiert. Denn wenn man mal überlegt, wenn wir so ein Eisteil betreten, dann kriegen wir nicht unbedingt ein Slide-Movement. Wenn nämlich das Eis direkt vor einer Wand ist, dann wollen wir gar nicht anfangen zu sliden. Ja, das heißt, wir müssen auch noch gucken, können wir überhaupt weiter in diese Richtung moven? Dann kriegen wir ein Slide-Movement. Falls nicht, dann wollen wir das Usual Movement weitermachen. Und wenn wir ein Eisteil verlassen, dann setzen wir es immer wieder zurück auf das Usual Movement. Ja, das heißt, wenn wir auf einer Eisfläche sind, was eigentlich passiert, wir betreten das Eis, wir kriegen sofort das Slide Movement. Das Slide Movement entscheidet für uns, slide weiter, also du kannst dich nicht selber entscheiden, wo du hingehst, ja. Und sofort verlassen wir das Teil wieder und kriegen wieder unser usual behavior, ja. Weil das nächste dann aber wieder ein Eisteil ist, wird dann das Ganze wiederholt, ja. Es wird wieder in dem Moment sozusagen unser Movement kurzfristig mit einem Slide-Movement überschrieben, ja. Aber das passiert eben nicht, wenn wir gegen eine Wand sliden, ja. Und dann kriegen wir wieder unser usual movement zurück und können uns wieder bewegen, wie wir wollen. Genau, also das wollte ich einfach nur mal erklären, dass ich das Strategy Pattern für das Movement ziemlich praktisch finde. Und also es werden sicherlich noch viele weitere Arten von Movement folgen, wenn wir zum Beispiel das Fragezeichen umsetzen wollen, wo man so diagonal hin und her fliegt. Das ist auch ein neues Movement Behavior. Und man kann sich bestimmt noch viele weitere interessante Dinge ausdenken, die damit möglich sind, ja. Okay, und dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.